Sei du selbst die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Das hat der Mahatma Gandhi gesagt. Und als Karate-Weltmeister-Fighter, Sicherheitstrainer aktuell, bin ich einfach im Body- und Mentaltraining, speziell für Frauen, Kinder und Jugendliche, aktiv eben auch durch diese schwere Zeit gegangen, aktiv jetzt eben auch wieder dabei, in den Neustart hineinzukommen. Und es ist als Kämpfer, so haben wir einfach wieder auch Möglichkeiten, Wege, wie können wir aus dieser Situation das Beste herausholen, was können wir als Bestes machen, so dass unser Körper, aber auch unser Geist gesund und gestärkt aus einer solchen Sache wieder herauskommt. Und für mich ist es einfach wichtig, so wie auch vor jedem Kampf oder wenn so Schwierigkeiten einfach sein, sich einfach auch wieder zu sich selber besinnen, selber stark werden und von zusammen einfach auch sich kurz erden. Da gibt es einfach eine feine Übung, das ist die Thymusdrüsenklopfen, der kann man auch bei Sitzungen, während der Sitzung oder auch wenn Kaffeepausen sein oder auch während dem, dass man in einer, wenn man merkt, dass man müde wird, geht man einfach her, klopft sich hier die Thymusdrüsen und das ist einfach fein für mich selber, bedeutet das einfach noch wieder eine Beruhigung, eine enorme Entspannung und gleichzeitig eben ein Aufwachen. Ich spüre es einfach, dass ich tief einatme und durch dieses Einatmen, das ist ein großer Vorteil, weil wenn wir ungespannt sein oder wenn wir unter Druck sein, das heißt einfach auch, wenn wir in den Gedanken irgendwo fest beißen, nachher arbeiten wir hauptsächlich mit dem Brustkorb und schnaufen. Und hingegen, wenn wir den Kopf kurz innehalten, nachher kommen wir einfach ganz locker wieder zu uns selber. Wir erden uns, wir sind wieder voll da. Ich spüre es bei mir einfach wieder, dass der Totendrang steigt, dass ich wieder mehr Energie habe, dass ich wieder fokussierter bin. Einfach nur durch so eine kleine Atemübung. Fühlen wir uns groß genug, um auch in die Siegerhaltung gehen zu können. Da können wir einfach Raum nehmen, Platz nehmen und in einer solchen Position, da fühlen wir uns einfach großartig, stark. Und das ist das, mit dem uns auch im Leben auch wieder erdet, groß macht, fokussiert macht, stark macht, frei macht. Das sind so Tipps, die ich jetzt natürlich nur zusammenfassend weitergeben kann, aber die einfach vielleicht ein Weckruf sein, um da sich mit der Sache mehr zu beschäftigen. Da in kleinen Gruppen biete ich natürlich diese Möglichkeiten an, sich da mit Body- und Mentaltraining sich mehr zu beschäftigen. Und jetzt wünsche ich dir einfach in diesem Neustart alles, alles Gute und dass du einfach stark bleibst, fokussiert bleibst und somit dich auch frei fühlen kannst und frei entfalten kannst. Alles Gute, Bernhard Bircher, der Sicherheitstrainer.